Hallo, ich möchte euch heute frohe Botschaft mitteilen und euch über neue Aktivitäten informieren. Wie einige von euch wissen, ist Keihatsu e.V. ja nicht nur im Kampfkunst- und sportlichen Bereich unterwegs, weil wir tragen ja nicht umsonst den Vereinstitel Deutsche Gesellschaft für persönliche Entwicklung, Training und Coaching. Und wir haben ein sehr wertvolles neues Fördermitglied bei uns im Verein, nämlich die MGG. Das steht für Meine Gesundheit Genossenschaft. Ein Unternehmen aus Dortmund, die sich primär um Gesundheitsprävention in Unternehmen kümmert. Sicherlich ein wichtiges Thema, und die Unternehmer, die nicht alles verschlafen haben, werden sicherlich wissen, dass Gesundheit im eigenen Unternehmen ein wichtiger Produktionsfaktor ist und auch für das Wohlfinden und für Loyalität von Mitarbeitern ein ganz wichtiger Faktor ist. So haben wir uns kennengelernt, die MGG und wir. Aber da gibt es was ganz Spannendes Neues, nämlich ein ganz spannendes Sozialprojekt von der MGG, wo sich die MGG kümmert um Langzeitarbeitslose, ja, und diese langfristig wieder in den primären Arbeitsmarkt zu überführen. So, das hört sich jetzt erstmal noch nicht spannend an, weil es gibt zig Weiterbildungsmaßnahmen, die in den Schubladen der Arge liegen und wo die Arbeitsvermittler irgendwelche Scheine ausfüllen und Leute hin mehr oder weniger mit Druck hin verdonnert werden, dort sich in irgendeiner Art und Weise aufzuqualifizieren. Das Besondere an dem Projekt ist, dass es nicht eine weitere Maßnahme ist, obwohl es die notwendigen Qualifizierungen hat, sondern es ist ein modulares System, was sich hauptsächlich darum kümmert, die Menschen wieder ins Leben zurückzuführen. Aber machen wir uns nicht vor, wenn wir von Langzeitarbeitslosen reden, reden wir von Menschen, die 20 Jahre und länger keine Beschäftigung mehr gemacht haben. Und in diesem Zustand fasst man nicht selber den Mut, die nächsten Schritte zu tun. Ja, und man traut sich auch nichts mehr zu, weil das ist eine immense Drucksituation. Auch wenn viele von uns, die in Arbeit sind, glauben, ach, die sitzen den ganzen Tag auf der Couch und müssen nichts tun. Aber um ein Bild eines geliebten Coaching-Kollegen aufzunehmen, ja, wenn Menschen sich wirklich wohlfühlen, dann haben sie alle Möglichkeiten. Und der Blick ist offen und sie können auf alle Potenziale zurückgreifen. Wenn jetzt eine Drucksituation kommt, vielleicht auch denen, die in Beschäftigung sind, nicht ganz unbekannt, oh, jetzt ist nicht mehr viel da. Und wenn das lange anhält, ist das Schlimme, das bisschen, was noch da ist, halte ich für die ganze Realität. So. Dieses Sozialprogramm hat auch einen dementsprechenden, finde ich, sehr guten Arbeitstitel bekommen. Es heißt nämlich Helden gesucht. Ja? Weil unter Helden verstehen wir jemanden, der mutig Dinge angeht, Ziele verfolgt etc. Und diese Module sollen da erstmal nur primär eins bewirken, dass das hier wieder aufgeht. Ja? Und der Teilnehmer überhaupt wieder auf seine ganzen Fähigkeiten und Kompetenzen zurückgreifen kann. Weil wenn er das nicht kann, dann bringt jede weitere Fortbildung, Ausbildung nicht viel. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, nicht aus Erfahrung als Langzeitarbeitsloser, sondern ich habe viele solche Arbeitsamtmaßnahmen mitgeholfen durchzuführen und begleitet. Und ich bin dort sehr auf den Boden der Realität zurückgekommen, weil erstens ging es meistens nur darum, die Unterschriften zu kriegen und dass das Institut, was die Maßnahmen durchführt, halt abrechnen konnte. Ergebnisse waren uninteressant, auch wenn Teilnehmer dann nach dem dritten Tag von 4 Wochen nicht mehr gekommen sind, war es egal, er hatte unterschrieben, es wird bezahlt. Gut, das ist dort ein bisschen anders, weil wenn Sie dann schon mal Mut gefasst haben aus eigenen Stücken, dann gehen Sie an eine Maßnahme, dann haben Sie die auch noch erfolgreich abgeschlossen und dann kriegen Sie keinen Job. Das macht man 2-mal und die 3. Maßnahme kann man sich dann sparen. Der Unterschied bei der MGG, bei den Matching-Modulen, wie Sie es nennen, und die Idee finde ich sehr gut, die MGG ist ja eine Genossenschaft, besteht aus Unternehmern. So, Sie gehen in Ihre eigene Genossenschaft und schauen, welche Unternehmer haben wir denn in unseren Reihen oder auch von außerhalb, die bestimmte Bedarfe haben. Ja? Dann schauen wir, welche Teilnehmer können wir denn dazu bringen. Und dann werden die beiden zusammengebracht und schon bevor es losgeht, um zu gucken, können wir uns überhaupt leiden, können wir uns das vorstellen,
dann wird vielleicht auch ein wenig mal zur Probe im Unternehmen mal zur Probe gearbeitet und dann kann der Unternehmer die Entwicklungsfelder definieren und sagen, also wenn er das und das sich noch drauf schafft, ja, und sich hier ein bisschen verändert und so, dann würden wir den nehmen. Das heißt, es gibt eine gewisse Erfolgsgarantie. Ja, ich weiß, wenn ich den Schritt wage, dann kommt hintenher auch dementsprechend ein Ergebnis raus. Und da die Unternehmer nicht so frei gewählt sind, habe ich jetzt selber schon mitbekommen, sind diese Unternehmer auch relativ schlau. Weil an die Unternehmer unter ihnen, wenn sie so einen Schritt wagen wollen und so einen Menschen integrieren, der ganz lange nicht war, aktiv war im Arbeitsleben, erwarten sie nicht von ihm, dass er sofort dort voll einschlägt. Und trotzdem geben sie ihm bitte Vertrauen. Trauen sie ihm was zu. Er ist nicht automatisch dumm, weil er lange arbeitslos war. Es gibt viele Geschichten, die sich auch auf der Homepage von heldengesucht.online anschauen können, wo ganz klar ist, dass die Menschen selber da wohl kaum zu 100% verantwortlich waren, dass sie in die Situation gekommen sind. Es sind Umstände, Familienschicksale, Krankheiten, ja, alles, was da irgendwie dazu trägt, dass Menschen in so eine Situation kommen. Und wir von Kai Hatzu finden, dass MGG da ein unglaublich wertvolles soziales Instrument geschaffen hat, ja, um diesen Menschen wieder Mut und Kraft am Leben zu geben. Weil es geht nicht darum, Arbeit zu haben. Mal ganz ehrlich, wollen Sie Arbeit haben? Ja. Macht Arbeit Spaß? Oder wollen Sie nicht einfach am Leben teilhaben? Wozu Arbeit gehört, damit das Leben Spaß macht, man das Gefühl hat, gebraucht zu werden und so weiter und so fort. Und dann die Unternehmer, es werden auch Helden Unternehmer gesucht, ne? Unternehmer, die den Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Und glauben Sie, es lohnt sich, weil Sie dürfen eins nicht unterschätzen, wenn Sie einem solchen Menschen helfen und ihn integrieren, und Positivbeispiele gibt es en masse, auch dementsprechende Interviews mit solchen Leuten und offene Briefe, die Sie sich anschauen können über die Erfolgsmöglichkeiten, die das bietet. Wenn der Mensch das bei Ihnen schafft und integriert ist, dann haben Sie eins, was wahrscheinlich die anderen Mitarbeiter nicht so stark haben, die ihren normalen Weg gegangen sind, nämlich Dankbarkeit. Ja? Dankbarkeit, weil Sie ihm ins Leben geholfen haben. Und aus Dankbarkeit resultiert Loyalität. Vielleicht ein nicht ganz unwichtiger, weicher Faktor in einem Unternehmen. Ja, wenn ein Unternehmen geht, auch durch Hoch- und Tiefzeiten, und man braucht da durchaus loyale Mitarbeiter. Wir werden dieses Projekt weiterhin unterstützen mit Publikationen, mit Arbeiten, Social Media, mit verschiedensten Kontakten, weil auch bei uns in Kai Hatzu sind ja viele Fördermitglieder Unternehmer. Ja, wenn Sie das jetzt vielleicht hören, Sie kennen meine Nummer, rufen Sie die an. Wer Lust hat, die MGG direkt zu kontakten, ich blende hier unten die Homepage ein, rufen Sie einfach an. Weil der beste Weg ist immer noch, wenn Menschen zusammen sprechen. Dafür gibt es natürlich ein Heldentelefon. Dieses Heldentelefon ist auch keine Büronummer, nein. Weil die Menschen, die diese Maßnahme machen, die meinen es ziemlich ernst. Es ist eine Handynummer. Ja? Weil wenn sich jemand entschließt, ein Held zu werden, sollte das nicht durch Bürozeiten reglementiert werden. Ich hoffe, dass wir vielleicht die nächsten Helden schon gefunden haben mit diesem kleinen Aufruf. Wir wünschen der MGG allen nur erdenklichen Erfolg in diesem Projekt und wir werden mit all unseren Möglichkeiten und Netzwerk unterstützen, ja, dass dieses Projekt wirklich groß wird und ans Wachsen bekommt, damit wir möglichst viele Menschen aus dieser Situation wieder ins Leben zurückführen.